Ein wunderschönen Dienstag, liebe Genossinnen und Genossen. Schön, dass ihr da seid. So, wenn wir schon in den 80ern sind, da gab es die Mauer noch. Gut, ich wäre im Westen gewesen. Aber das hätte man jetzt auch nicht rausgehört. Ja, das freut mich doch sehr, dass du im 80er Jahres hier bist, Satan. Hat ein gutes Zeitalter, was Musik angeht. Viele, viele große Künstler sind in diesen Jahrzehnten überhaupt das erste Mal auf die Bühne gekommen. Man hat sie wahrgenommen. Ach ja, gute Zeitalter für Musik, auf jeden Fall. Stimme ich voll und ganz zu. Ich weiß zwar nicht, was du da jetzt Schickes okay, was ist das? Bumi-Scheiße? Lass zuerst Bumi-Scheiße. Was macht ihr da wieder, Chat? Chat, habt ihr getrunken? Da ist doch Alkohol im Spiel. Gebt es zu. Ihr seid doch alle wieder angeheitert. Aber schön, dass ihr euch trotzdem hier eingefunden habt. Es ist bullenwarm. Kann mir mal einer sagen, ob ihr dieses Gequietsche im Hintergrund hört? Warte mal, da hinten, seht ihr? Da ist so ein Lüfter, der sich dreht. Hört ihr den? Ich hoffe nicht. Der sorgt dafür, dass es hier an der Stelle halbwegs akzeptabel ist. Ansonsten wird nämlich bullenwarm, meine Freunde. Bullenwarm. Nein, ist nein. Oh Gott. Ja, das ist halt so mit dieser Partymucke. Ich sollte mal ein Stückchen höher setzen. Ich muss hier die Kamera, glaube ich, anscheinend ein bisschen runterdrehen. Ich habe ja viele dumme Dinge getan in meinem Leben. Aber ich schwör's euch, eins davon war mal wieder grandios. Wo ist ja die Aufnahme? Muss ich die Aufnahme schauen? Nee, muss ich nicht aufschauen. Schau hier. Bei meinem Glück habe ich es direkt unter den Thumbnails gepackt. Warte mal. Jo, ist genau da drunter. So, liebe Freunde. Ich gebe euch jetzt ein klitzeklein Preview. Und mit klitzeklein meine ich wirklich klitzeklein Preview. Ich habe ja den Rasierer getestet und habe davon tatsächlich ein Video-Review gemacht, das ich auf YouTube hochlade. Es befindet sich schon da. Ich habe es freigegeben für Sonntag 15 Uhr. Hi, RiverTech! Dieses Video, wie gesagt, wird Sonntag um 15 Uhr freigegeben. Da habe ich dann auch schon eine Woche lang, also es ist die erste Woche nach der ersten Rasur, das heißt, ich kann schon Feedback geben, wie die zweite Rasur mit dem Rasierer ist. Aber damit ihr mal sehen könnt, kommt so ein Happel kann ich euch ja mal zeigen. Aber auch nur ein Happel, meine Freunde. So, dann bin ich mal ruhig, dann dürft ihr euch die ersten paar Sekunden mal anhören. So, wie letztens versprochen, machen wir jetzt einen Rasierertest im Slice-and-Shake. Nochmal danke für den Namen, der finde ich echt gut, ey. Im Test haben wir den Morning Glory. Den habe ich mir zuschicken lassen. Ich bin über eine Internetseite drüber gestoßen und dachte, naja, kann man mal probieren. Weil ja, genau. So, das war das kurze Preview. Immer noch sehr lustig. Ich musste zum ersten Mal Animationen basteln. Ne? Ich bin es ja nur gewohnt, hier zu sitzen und mich zum Deppen zu machen für euch. Da musste ich ja tatsächlich mir erstmal überlegen, sag mal, was machst du denn jetzt eigentlich? In welcher Reihenfolge? Und ich glaube, das komplette Videomaterial, die Aufnahmen waren. Das waren aber 24 Sekunden. Oh, verdammt. Ah, RiverTech, ich sehe schon, du bist sehr genau. Soll ich nochmal 6 Sekunden nachspielen? pass auf, musste ich mir eine Animation basteln? Komm, die geht 3 Sekunden, glaube ich. Dann zeige ich dir die Animation nochmal. Hier, komm. Nicht, dass RiverTech mich noch haut. Komm, wir boosten auch mal. Geil, ne?
Ich schwör's euch, das ist nur die Anfängeranimation. Das war kein Rasierschaum. Nein, das ist richtig. Ich benutze auch Rasiergel. Weil Rasiergel übrigens wesentlich besser ist als Rasierschaum. Du kannst mit Rasiergel viel besser schön eincremen und verteilen und das zieht auch besser ein. Ich bin zumindest ein größerer Freund. Ja, also genau. Zadan ist tatsächlich einer der wenigen Glücklichen, den ich das vorher schon einmal hab zeigen lassen, weil ich ja ein Feedback brauchte. Also durfte Zadan, der alte Glückspilz, es schon mal sehen. Als Lady sowieso. Gel schäumt auch. Ja, aber mit Gel lässt sich viel besser einreiben, finde ich. Also ich habe bessere Erfahrung mit Rasiergel als mit Rasierschaum. Zumindest bei der Rasur. Als Lady sowieso. Ja, ist schon wieder so weit. Nee, oder? Wie lange ist denn das letzte Long Live Your Queen hier? Oh, ich wollte übrigens immer noch. Long Live am 16. nach. Oh, drei, vor drei. Am 16., jetzt Freitag, meinte vorhin Cestrix, dass Bioshock 2 rauskommt. Genau, der gute alte Lady Shaver. Wenn tatsächlich das jetzt, das Bioshock 2, also es ist schon länger raus, aber Bioshock 2 in HD, meine Freunde. Bioshock 2 in HD. Hi Uni! Schön, dass du da bist. Dann könnte es sein, nein, Herr Lady Shaver ist definitiv nicht mein nächstes Review. Schaut euch an, Sonntag 15 Uhr, YouTube-exklusiver Content. Mein erster exklusiver Content. Nein, nicht aus das YouTube-Intro. Das gibt's auch nur da. Jo, macht das lieber. Könnt ihr euch anschauen. Vielleicht wollt ihr ja auch mal ausprobieren. Ganz ehrlich, für einen Zehner geht das auf jeden Fall. Jetzt könnt ihr mir immer noch mal sagen, sag mal, hört ihr dieses Gequietsche im Hintergrund von meinem Ventilator. Haare waschen. Ja, ich sollte vielleicht Tester für Föhns und für Haartrockner werden. Heißen doch hier, nee, wie heißen denn diese komischen Crepe-Teile? Nein, also Sly Fox Shaving Shack fand ich auch ganz gut. Buglers Beauty Bunker war auch sehr amüsant. Ich mag ja diese Trippelnamen, ne? Es gibt ja auch den Bumsbus bei Rocket League, den wir haben. Genau, der gute alte Bumsbus. Resubscribe, Anonymous. Wupp, habe ich irgendwie was verpasst? Hat's denn gerade einen Subscribe gegeben? Nö. Ah, okay. Ach, das sind die Anzeigen eben gerade von Dings. Ach, ich bin total verwirrt. Wachsen, nicht waschen. Ja, ich bin sicher, wenn ich das wachse, habe ich nicht viel von. Jetzt mal aber eine peinliche Sache, ne? Jetzt mal nur so unter uns und den Rest der Welt, der das hier sieht. Ich habe ja eine Glatze, seitdem ich 18 bin. Also seitdem rasiere ich sie mir. Ich habe sie nicht. Ich habe immer noch keine Glatze. Leider, wäre schön, wenn. Aber de facto rasiere ich mir die Birne ja schon, seitdem ich 18 bin. Glaubt mir, ich habe es schon einmal probiert mit so Haarentfernungscreme. Und so Schaumgedöns. Gibt's ja überall zu kaufen, was Frauen sich auf die Beine schmieren und dann abziehen und blank ist. Habe ich tatsächlich mal probiert auf der Birne. Nein, ich habe mir die Haare am Sack nicht gewachst. Das würde, glaube ich, extrem wehtun. Aber ich habe das Zeug auf die Birne getan. Alter, das prickelt. Ja, hallo Teufel. Schick das reinscheißt. Reinscheißt, reinschaust. Genau so rum. Auf jeden Fall habe ich das Zeug draufgetragen und ich schwör's euch, das piekst wie 1000 Nadelstiche. Das ist für so ganz weiches Haar am Bein gedacht oder so. Auf dem Kopf, die Dinger sind extrem hart und störrisch. Ich hatte danach eine hochempfindliche Kopfbirne, die knallrot war. Und Haare sind auch nicht abgegangen. Also ein paar wenige, aber hat nicht wirklich gelohnt. Also, das hier braucht ihr nicht probieren. Gewichst, nicht gewachst. Ich scheiß mich hier nicht ein. Ja, ich habe mich auch versprochen. Aber so viel zu meiner Erfahrung mit Beauty-Krams. Haarentfernungsgel, benutzt es nicht für die Birne. Benutzt es für Beine oder Arme, dort wo schwaches, dünnes Haar ist. Aber lasst euren Kopf und anderen Bereich damit zufrieden. Nee, das braucht ihr nicht, glaubt mir. Ich bin großer Fan von Rasierern. Nassrasur ist top. Trockenrasur. Ich meine, ich habe sowieso schon das Dumme, hier unten entzündet sich das ganz gerne mal so ein paar Barthärchen.
Mit Trockenrasierer geht noch viel weniger. Jo, oh, guck mal, wie schick du hier begrüßt wirst vom Chat. Räumt ihr am Ende auf? Ja, einer muss den Laden aufräumen. So, liebe Freunde. Wisst ihr was? Während wir hier noch über den Beauty-Kram philosophieren, was haltet ihr davon, wenn wir gleich mal eine Runde anfangen? Ich habe beschlossen, heute, liebe Freunde, oh, guck ich jetzt noch das Ding an. Monitoraufnahme. Heute, liebe Freunde, spielen wir mal eine Runde Punch Club weiter. Das ist ja schon ein Weilchen her. So. Ernsthaft? Ich glaub's nicht, Gameaufnahme. Vorhin noch getestet. Hat's noch einmal frei funktioniert, ne? Ha, so. So, was wird hier wieder abgeloadet, Cesrix? Oh, ist er nicht niedlich. Komm, ich pushen wir noch mal ein bisschen. P wie Paula. Guck, da ist er. Ach du, im Moment riechst ja nur du es, würde ich ja spontan sagen, Teufel. Aber schick, dass er da reinschaut. Leute, freue mich natürlich, dass ihr bei diesem wunderschönen warmen Tag noch hier seid und mir zuschaut. Ihr seid vollkommen bekloppt. Es ist warm, es ist Sonne. Aber jetzt mal so nur unter uns, ne? Ja, der hier. Jetzt, wie gesagt, nur mal so unter uns. Hatte ich mir nicht Arme und Beine gebrochen? Sommer ist ein Arschloch. Frühling super geil, weißt du? 25 Grad, Sonne, Wind, Lüftchen, wunderschön. Du kannst den ganzen Tag draußen sein, T-Shirt. Abends ist es aber kühl genug zum Schlafen. Lauer Wind ist auch da. Sommer, alles über 30 Grad, Arschloch. Und dann diese Schwüle. Geht gar nicht klar. So, und Spätsommer ist schon wieder der nette Sommer, weil dasselbe wie im Frühling. Ich hab's tagsüber zwar auch warm, aber es ist nicht schwül und nachts herrschen mindestens 10 bis 15 Grad. Da kann ich mich mal wieder zudecken. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde das eigentlich den besseren Sommer. Lass uns doch einfach, ganz ehrlich, lass uns den Sommer nehmen und wegschmeißen. Einfach weg. Verlängern wir den Frühling, verlängern wir den Spätsommer. Alles ist super. Oh, 33 Grad. Ja, das tut mir mal leid. Ja, ich bekomme das doch bei Steam angezeigt, was du machst. Ja, das ist richtig. Darum ist die Steam-Gruppe übrigens extrem gut. Nächster Kampf in 3 Tagen. Anfängerliga. Derzeit Platzrang morgen. Was sind meine Stats? Oh, die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Hab schon länger nicht mehr gespielt, meine Freunde. Oh, Tag 114. Müssen wir mal einmal gerade schauen. Dunkle Faust, nee. Das ist die Story. Geld habe ich noch 123 Ocken. Was macht meine Bude? Toast bräuchte ich. Ja, tun wir erstmal 123 Ocken. Ja, komm, zu Fuß. Wir haben ja das letzte Mal irgendwann festgestellt, ne? Sag ich mal, nachts muss es kühler sein als tagsüber. Oh, geil, $20 für den Übungskampf. Genug für heute, komm morgen wieder. Das weiß ich doch nicht. Dann Handpads. Genug für heute, komm morgen wieder. Ja, ist ja okay. Supermarkt haben wir. Mikes Büro. Die Bar haben wir, glaube ich. Ach komm, wir schauen mal. Können wir uns eigentlich hier auch mal ein paar Sportgeräte kaufen? Bist du hier? Der Typ ist riesig. Er trägt eine Brille, also muss er schlau sein. Da steckt Magie drinne. Der Magier. Bist du der Typ mit den Zaubertricks? Zauberei? Nein, nein, das ist Wissenschaft. Ich habe Tränke, die dich härter, besser, schneller und stärker machen. Die mische ich in meinem Keller. Du siehst aus, als würdest du ich meine, mutig genug sein, sie auszuprobieren. Klingt ja toll. Ach, scheiß auf Nebenwirkungen. Oder? Aber, liebe Freunde, wie geht's euch denn? Wie habt ihr das Ganze denn vermacht? Ich war Sonntag ja leider nicht beim Bumbi. Ich war Sonntag hier noch Apfeltag in der Gegend. Bitches love, Buddy, Buddy! Was habt ihr denn Schönes gemacht? Was hat Bumbi eigentlich Sonntag gemacht? Kurzzeitig deine Stärke. Nee, wir brauchen keine Zauberformulare. Gibt's hier irgendwelche Anspielungen? Oh, hier, Meister Propper. Geil.
kleiner Punching Ball. 150 Orken! You fucking kidding me? Da muss man ein bisschen für mal lochen, meine Freunde. So viel Geld habe ich gar nicht. Ruhen wir uns aus? Ne, wir sind eigentlich voller Power, ne? Wir könnten ja... Dann gehen wir nach Hause. Und dann gehen wir jetzt in die Garage. Und dann tun wir doch mal... Ach, wir halten erstmal alles noch aufrecht, was hier gerade ist. Ausdauer 8. Ah ja, wir haben hier die 8er-Stats durch, ne? Ja, Leute, was habt ihr Schönes gemacht am Wochenende? Lasst mal hören. Ich hoffe, ihr habt das Wetter sinnvoll genutzt. Habt was Schönes gemacht. Grillen war groß in. Bei uns war ungefähr so, Freitag war ganz geil, der Anruf. Ey, hast Bock zu grillen? Wurde spontan eine Gruppe gemacht. und von den geladenen Leuten 7 schon so, klack, ich bin schon beim Grillen. Alles wild und kreuz und quer verteilt. Hat mich beömmelt vor Lachen. War richtig gut. So, genug gepumpt. Wir tun jetzt nämlich noch ein bisschen pennen. Ist gut. Pennen ist gut. Nur ja mal aufpassen, weil wir brauchen einen neuen Tag. Morgen ist ein neuer Kampf. Genau das. Jetzt essen wir was und dann geht's weiter, weil wir haben nicht so viel. Und Steak? Perfekt, oder? Ah, den gammeligen Burger sollte ich nicht essen, aber... So, was habt ihr jetzt gerade geschrieben? Wie, Bumbi hat nix wie immer gemacht. Das glaube ich nicht. Bumbi war Sonntag online. Das habe ich gesehen, mein Handy hat das gesagt. Ich habe meinen Social Club Account wieder. Nur mein Nick stimmt noch nicht. Was ist dein Social Club Account? Muss ich das kennen? 20 Jahre, bis GTA 5 spielen kann. Ja gut, GTA. War ich nie so der Großfan. Die 1 und 2 Teile sind auf jeden Fall der Shit. Aber alles ab 3 fand ich nicht so gut. Aber das ist meine persönliche Meinung. Bumbi, nix mehr, Mann. Von Rockstar Games. Natürlich von Rockstar Games. Achso. Achso. Ja, das ist die Sache, ne? Ich hab halt. Anmeldung, 6. Tag. Nächster Kampf in 2 Tagen. Was meinen denn dahin? Dann, gehen wir in die Muckibude. Und holen uns hier nochmal den Übungskampf ab. Klar, 20. Gib ihm. Ich glaube, wir waren auch gut ausgestattet, ne? Ja, wir sind gut ausgestattet. Brauchen jetzt unseren Trainer. Einen wunderschönen guten Tag, Lieutenant Dan. Ich hoffe, dir geht's gut. Alter Elektriker. Ja, das T-Shirt war gut, ne? Muss ich dir schicken. Ich hab mich ein bisschen beäumelt, als ich das gelesen habe. Ich dachte, boah, da wird Dennis draufstehen. Ja, ist zu warm. Das sag mal. Darum habe ich vorhin schon gefragt. Hinter mir läuft meine Air Conditioning. Ein einfacher Ventilator. Ey, ohne Scheiß, das T-Shirt, also ich musste mich schon beäumeln. Also ich könnte das noch einen Arbeitskollegen schicken, der würde auch direkt von Lachen umfallen. Ne? Ja, ich bin Elektriker. Ja, ich rede manchmal mit mir selber. Schließlich brauche ich ja eine kompetente Fachberatung. Ich bin zu gut, ey. Ging gar nicht. Musste ich wirklich sehr lachen. Handpads? Genug für heute. Komm morgen wieder. Ach so. Wir haben das letzte Mal das ganze Geld ausgegeben für, schon unsere Punkte, ne? Ingenieurs. Ja, guck mal. Du wirst hier sogar vom Twitch-Chat mit begrüßen. Meiner wurde gehackt und deshalb wieder zurückgerobert. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn Accounts gehackt werden, Teufel. Wie gesagt, schön, dass ihr hier seid, liebe Freunde. Freut mich. Könnt mir ja mal einen Gefallen tun. Könnt das ja ganz ein bisschen sharen. Ich freue mich immer, wenn ihr mal ein bisschen den ganzen Kram shared. So, Leute, was machen wir? Wir nehmen jetzt... Teilen wir Pizzas aus? Wir sind eigentlich richtig gut, um zu trainieren, aber wir wollen keine Stats verlieren, ne? Das heißt, wir hauen uns jetzt gerade noch ein bisschen Geld drauf. In der Zwischenzeit mit dem Geld fahren wir dann gleich erstmal einkaufen. Das finde ich eigentlich eine gute Idee, weil ich habe mal Bock, so ein Gerät mir in meine Garage zu stellen. Aber ab 150 Flocken darf ich ja nicht mal mehr normal Auto fahren. Nicht mehr zu Fuß gehen, Entschuldigung. Muss ich nur noch Auto fahren. Weil, könnt ihr überfallen werden.
So, komm, gib mir. Ich will die 50 noch. Jawohl. So, und jetzt gehen wir Sportgeschäft und wir fahren mit dem Bus. Weil wir können ja überfallen werden. Alter, ihr postet hier aber auch schon mehr Kram. Kleiner Punching Ball. Klar, wir haben Punching Ball. So. Jetzt haben wir nur noch 100 Dollar. Damit können wir zum Supermarkt gehen, weil unter 100 Dollar. Hallo, Apu. Paar Steaks gehen immer. Auch die gute Tiefkühlpizza darf nicht verlässlich werden. Denk dran, Tiefkühlpizza, pures Steak und Limonade reicht zum Alltag am Leben. Oh, hier muss ich auch irgendwann mal hin im Camp, ne? Oder Roys Haus. Ne, Roy hat auch mal gesagt gehabt, ne? Ich sollte doch mal vorbeikommen. So, wir tun jetzt erstmal pennen. Alter, hast du aber auch was gepostet? Was sind deine Superkräfte, ja? Auch wahr. Oh mein Gott! Mit Macht über das Licht. Ja, ich werde wach, weil ich ein Steak brauche. Hallo Steak. Guck mal, das ist doch ein tolles Leben, oder? Aufstehen, Steak fressen, wieder schlafen legen. Voll gut, ey. So, jetzt amüsiere ich mich noch etwas. Weil amüsieren ist wichtig. Ich möchte mit voller Energie und guter Stimmung in den Kampf gehen. Danach penne ich noch ein bisschen, danach esse ich was. Das muss jetzt hart getimed sein. So, aufstehen. Guck mal, fast perfekt. Und damit kann ich jetzt gleich in den Kampf gehen. Alles klar. Fleisch. Fleisch. Und eine Tiefkühlpizza. Mit gefüllten Magen gehen wir jetzt im Boxkampf. Oh, gleich zwei Kämpfe hintereinander. Was machen wir denn? Wir machen erstmal hier Anfängerliga. Oh, ja komm, den putzen wir. Oh, was hat er denn hier? Warte mal hier. Das kenne ich noch nicht. Schnelle Reaktion. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriff erfolgreich ausweichst. Erhöht auch deinen Energieverbrauch. Alles klar, den putzen wir weg. In der Zwischenzeit kann ich hier selber schauen, wie ich kämpfe und euch im Chat beobachten. Ach, lol. Ja, kannst du mir einer mal übrigens. Oh, das ist nicht schlecht, das T-Shirt. Der Hoodie. Kann mir jetzt einer sagen, was Bumbi Sonntag gespielt hat? Liebe Freunde, was hat der Bumborus Gutes gemacht? Oh, 45er-Kombo. Leg dich niemals mit. Was? Wie kann ich auf den Boden geschlagen werden? Der hat nur ein Leben, Mensch. Geh doch. Erste Runde K.O. übrigens. Ah! Noob. So. Und ein Kampf am Tag nicht genug ist, gibt's so ein Ultimate Fight hinterher. Oh. Oh Gott, ich hasse diese Typen mit Ritterrüstung, ne? Na komm, probieren wir es. So. War am Sonntag nicht bei ihm. Ja, ich auch nicht. Darum frage ich ja, was er gemacht hat. Oh, ich hatte doch eben über 200 Leben, ne? Oder täuschte mich das? Boah, kann aber nicht wahr sein. Es könnte knapp werden, meine Freunde. Sieht nicht so berauschend für mich aus. Und wenn ich hier verliere, kriege ich, glaube ich, mal wieder irgendeinen scheiß Schaden wie Knochenbruch oder sowas. Ich könnte es wie einen Unfall aussehen lassen. Oh, der ist gut. Oh, das ist echt knapp hier, aber der Typ hat so viel Energie. Das ist unglaublich. Und ja, die Energie macht es jetzt aus, ne? Hier. Der fegt mich vom Stuhl. Ach, komm. Oh, guck, Luz. Und bei meinem Glück war zwei Kämpfe ineinander. Hier, Verletzung. Ich darf keine zwei Kämpfe ineinander machen. Das kommt nicht so gut, Leute. Kommt nicht so gut. Egal. Wir haben hier ein paar Punkte. Zeit zum Arbeiten. Traurig, oder? Ich möchte. Die Spiel halt mich ganz gerne irgendwann mal durchballern. Oh, was? Ich bin unter 8 gesunken. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Ich dachte, ich kann nicht mehr unter 8 sinken.
Habe ich das? Was sagt mein Baum? Gute Schuhe, Weg der Schildkröte, aktives Talent. Hier, wo ist es denn? Schweres Training. Deine Ausdauer sinkt nicht unter 8. Oh, hier. Oh, ich muss das die ganze Zeit oben halten. Ich brauche jetzt hierfür Lernen für 22. Oh, ich brauche 22 und das. Ich muss also momentan meine Kraft die ganze Zeit auf 8 halten. Guck, ich habe gedacht, jetzt hätte ich schon. Das ist natürlich äußerst unpraktisch. Gehen wir mal zu Roys Haus. Roy, wir sind verletzt. Ich muss dich besuchen. Hi, Roy. Hey, Kumpel, schön dich zu sehen. Ja. Was ist los? Ach, ich wollte meine Schwester abholen, aber mein Auto hat eine Panne. Das ist aber auch sehr chillig, ne? Auto ist erstmal defekt, sitzt draußen und grillt und sagt, ach, fick dich. Voll gut. Jedenfalls habe ich meiner Schwester von dir erzählt. Die ist nicht wirklich beeindruckt von Kämpfen. Aber hey, du sollst ihr mal Hallo sagen. Du bist ein toller Kerl. Adrian. Hallo, Rocky. Adrian! Ja, seht ihr, wie er sich freut, der kleine Lump? Ja, knall seine Schwester. Gib's ihm, High Five. Wie ein letzter Zeit. Bitte hilf Roy, mit dir zu trainieren. Ein Video im Internet, was ja rumging. Fix sie, Alter. Fix sie, was sie braucht. Fix sie, was sie braucht. Oh. Das ist hier Reifenkloppen. Nee. Entspann dich mit Roy. Geh zur Bar. Frag nach der Schwester. Schlag vor, zusammen zu trainieren. Jo, Kumpel, mit einem Partner zu trainieren ist viel effizienter. Aber ich muss mein Auto reparieren. Das ist immer noch kaputt. Nice, mir helfe ich dir. Alles klar. Flexen wir eine Runde vom Roy. Wir kümmern uns gleich um Adrian, keine Sorge. Aber erstmal. Wie repariere ich sein Auto? Ach, da muss ich wahrscheinlich die ganze Zeit mit dem Hammer drauf kloppen, damit es heil ist. Dann flirten wir erst eine Runde mit Adrian. Wie geht's dir? Ich bin ein Freund von Roy. Hoffentlich hat er mich erwähnt. Ja, er hört gar nicht auf von erzählen, wie super cool ihr zwei seid. Du hast Aiden getroffen. High five. Ein Hoch auf Adrian, meine Freunde. Ein kleiner Redhead. Ich muss mit Roy reden. Schwingende Liebe. Gewinne Adrians Zuneigung. Das ist vermutlich schwieriger als deine Kämpfe. Ja, höchstwahrscheinlich. Darum gehen wir jetzt zuerst mal zu Fuß nach Hause. Wir sollten uns ein bisschen ausruhen. Wir können gerade extrem kacke trainieren. Das ist nicht sehr schön. Mir gefällt sich, dass meine Stärke unter 8 ist. Das gefällt mir so gar nicht. Aber wie ihr seht, wenn ich ruhe, tue ich genesen. Schlaf bewirkt Heilung. Was will man mehr? Kann man noch einen Stick hinterher pfeifen. Oh, vielleicht noch zwei. Und dann tun wir einfach mal wieder ein bisschen pumpen. Dürfte ja irgendwie so ein bisschen gehen. Ja, klar. Was sind schon Verletzungen für uns? Übrigens immer noch so lustig, ne? Stoney hier, die Anspielung an Rocky. Hier. Sport an Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Oh, hier ist mein Punching Ball. Geil. Das hier kann ich nicht entziffern. Traurigerweise. Weiß einer, was das sein könnte? Alles klar, wir können die Tage jetzt erstmal wieder das aufrechterhalten. Ist das nur Ausdauer? Wahrscheinlich. Dann sollten wir ein paar Liegestütze machen. Ja, das ist besser. Erstmal die Stärke auch schön auf 8 halten. Was sind schon 3 Tage Verletzungen? Oh, ich könnte direkt wieder kämpfen. Das ist ja schön. So. Wenn jemand noch Anspielungen sieht, darf er die gerne mal erwähnen. Ich finde ja immer sehr neugierig, wenn ich hier was finde. Okay. Ich glaube, hier haben wir einfach alles rausgeholt.
Und wir haben noch 2 Tage gebrochenen Arm. Übrigens, A-Team, was? Dann tun wir mal. Wir gehen erstmal einkaufen. Heute habe ich keine Bösewichte im Angebot. Das ist natürlich auch ganz gut so, Apu. Ja, mehr kann ich nicht tragen. Tiefkühlpizza, Energy Drinks, scheißegal. Limonade auch noch hinterher. Der Kühlschrank ist auf jeden Fall voll! $1. Oh, ich bin auch pleite. Dann gehen wir mal lochen. Soll keiner sagen, wir hätten nicht alles getan. So. Hier. Ein Tag noch. Da haben wir es wieder geschafft. Oh, meine Stimmung ist schlecht. Ja, ich weiß. Komm, ein 50er geht aber noch. Ein Fuffi für zu Hause. Mit dem Fuß gehen wir nach Hause. So. Ah, nee, wir ruhen uns erst gerade noch mal ein bisschen aus. Schlafen, essen, amüsieren, schlafen. Ja, stimmt. Hast du auch recht. Mein Bein ist gebrochen, nicht mein Arm. War gebrochen. So, schön 2 Steaks hinterher. Dann amüsieren wir uns noch ein bisschen und dann schlafen wir, das timen wir jetzt. Und dann gehen wir trainieren und dann kloppen wir irgendjemanden auf eine Muppe. Kampf morgen. Oh, guck mal, das sieht doch gut aus. Ich habe gesagt, du sollst dich amüsieren. Setz dich vor den perfekten Fernseher und amüsier dich! Dass ich Leute dazu zwingen muss. Schlimm, Leute, schlimm. So, das sieht amüsiert genug aus. Pennen wir noch eine Runde. Dabei amüsieren wir uns übrigens auch. Aber das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Wenn man erst im Bett liegt und schön vor sich hinschlummert, das ist schon schön. So. Noch ein Steak hinterher. Ab in die Garage. Und dann pumpen. Wir wollen morgen früh fit sein. Genau das. Erinnert mich bitte dran, dass ich auch immer täglich diese blöden Toastbrots da oben mitnehme. Sonst nützt mir das Ganze nämlich nichts. Ich muss ja hier diese blöden Talentpunkte bekommen. Damit ich das hier permanent auf 8 halten kann. Ich muss das jetzt immer mit Training oben halten. Das ist natürlich nur halb so effizient. Da freue ich mich natürlich immer über diese großen Bubbles. Die füllen das so schön. So, ah, hier, damit steige ich auch Glück. Ach, guck mal, das sehe ich jetzt auch gerade erst. Ah, ein paar Liegestütze gehen noch, Junge. Genau. Ah, gib ihm. Das wollte ich sehen. So, jetzt wird gefuttert. Dann gehen wir noch uns die Toastbrots abholen mit einem Übungskampf. Und dann geht's gleich direkt wieder brutal in die Liga. Wir sind nach 4 Tagen gebrochenen Beinen wieder da und hauen direkt um uns. So, unseren Tra hier, 206 Punkte. Den hatte ich eben natürlich nicht bei dem einen Kampf. Da hatte ich nur 196. Was damit zu tun hat, dass ich direkt 2 Kämpfe hintereinander gemacht habe, würde ich jetzt spontan behaupten. Ach komm, den hau ich mal um. Jawohl! First Round Kill! Dafür nur 3 Kriege ist eigentlich gar da. Hier. Ha! Ich, okay, ich bin Platz 5 in der Liga. Da habe ich nichts getan. Werde Champion der Liga. Ja, klar. So. Meine Freunde. Ja. Das ist derselbe Typ von eben, ne? Komm, den müssen wir jetzt umhauen. Wir sind gut gelaunt. Diesmal haben wir keinen anstrengenden Kampf vor uns gehabt. Den knocken wir jetzt direkt aus den Latschen. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr aus dem Film, den 80er Jahren? Wenn die. Ja, man sagt nicht Neger. Ja, alles Afroamerikaner. Woher weiß ich, dass er ein Afroamerikaner ist? So, aber jetzt mal abgesehen davon. Aber als die auf jeden Fall da standen und einen auf Rocker gemacht haben, die sahen genauso aus in den 80er Jahre Film. Guck mal, das sieht hier doch schon wieder vollkommen anders aus. 109 Leben zu 22. Ja, hat ein bisschen mehr Energie, aber dafür sind meine Schläge definitiv schmerzhafter. Gesagt, schmerzhafter.
Geht doch. Zweiter Rundenkill. Wunderbar. Gelbe Zone geschafft. Oh, jetzt wird's richtig schwierig. Neues Ziel. Blutige Meisterschaft. Mehr Schädel für den Schädelthron. Hey, weißt du, du bist hier ziemlich erfolgreich. Darum will ich dir etwas verraten. Schieß los. Also diese Liga und ihre Kämpfer sind das Eigentum vom Don. Don. Und er sucht kräftige Tänzer. Und was macht er mit ihnen? Das kannst du ihn persönlich fragen. Don will ich sehen, so bald wie möglich. Oh, der Don. Vielleicht werde ich eines Tages in seine Familie aufgenommen. Oh, oh. Straßencafé. Ja, komm, das können wir uns nicht entgehen lassen, oder? Was habe ich denn noch? Kampfliga. Anmeldung morgen. Sag mal, Leute, was wollt ihr eigentlich haben? Ja, genau. Blut für den Blutgott und Skulls for his Throne von wegen Warhammer. Ja. Muss ich eben auch kurz schmunzeln. Also mal kurz Frage, Leute. Was wollt ihr denn haben? Wollen wir uns mehr auf die reguläre Liga fokussieren oder doch Ultimate Fights? Was wollen wir? Wollen wir schön sauber im Boxring stehen oder so richtig dreckig, schmierig irgendwo in alten Lagerhallen uns kloppen? Das müsstet ihr mir mal sagen, was euch persönlich da lieber wäre. In der Zwischenzeit gehe ich zu Roys Haus. Und repariere seinen Motor. Du sollst Leute töten. Denn es ist also... für die Ultimate-Liebe. Ingo. Ist echt klasse, dass du mir hilfst. Alter, ich zermürbe mit einem Hammer deinen Motor. Ich weiß nicht, wie das helfen ist, aber okay. Weil ich krieg dafür auch nichts. Nun aber Adrian knallen. Ja, wie häufig muss ich denn auf den Kack da draufzimmern? Ich kann mich heute schon wieder kloppen. Zu Fuß nach Hause? Schnell schlafen? Am Ende des Tages? Oh, fuck, ich hab nicht meine 8 Power, ne? Muss ich gerade noch was futtern und am Ende des Tages... Ja, komm, 2 Tiefkühlpizzen gehen auch noch. Tiefkühlpizzen. So, schnell noch ein paar Push-Ups und ein bisschen was für die Brust tun und dann rein in den nächsten Kampf. Ja, das freut mich, dass das ein guter Tipp ist, Dennis. Ich weiß aber sonst nicht, wie ich den Motor reparieren sollte. Das ist es ja gerade. So, komm, und jetzt nur noch ein bisschen was für Stärke her. Ich muss da 8 haben. Ich will vor dem Kampf 8. Jawohl, das ist doch mal ein guter Kampf. Nächster Kampf in 2 Tagen. Ach ja, da war ja was. Ach, hier ein Eichhörnchen. Aber dann sag mir mal, wie ich das sonst machen soll. Wir können ja einfach mal bei Adrian so nochmal vorbeigehen. Adrian! Verdammt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich frag Mr. Roy. Okay, dann fragen wir seine Schwester. Yo, Roy, deine Schwester ist, wie soll ich sagen, ziemlich attraktiv. Das liegt in der Familie. Ah! Ein wunderschön, Lady. Lass mich dein Geheimnis raten. Ich glaube, sie mag dich. Ich weiß nicht, Roy, das sieht gar nicht so aus. Alter, das ist ein Rotschopf, natürlich. Ich denke schon, weißt du was? Sie mag Blumen. Denk drüber nach. Okay, Roy, danke für den Tipp. Welche Frau mag denn keine Blumen? Ja, jetzt mein Tipp. Bringt euren Frauen mal so zwischendurch Blumen. Macht ihr das nur, wenn ihr Scheiße gebaut habt, sind das Arschlochblumen und jedes Mal, wenn ihr mit einem Strauß Blumen kommt, denken die, ihr habt Scheiße gebaut. Bringt die so. Einfach ohne Grund. Bringt den Blumen vorbei. Da freuen die sich. Ne? Dann assoziieren die das nicht automatisch immer mit Arschlochblumen. Jo, beste Idee ever. Guck mal, Leni, du wirst direkt vom Teufel hier begrüßt. Ja! Der Spruch war gar nicht schlecht, Roy. Aber warte mal, ich gehe zur Bar. Also, Roy, wie wär's mit zur Bar gehen? Klar, lass uns gehen, Kumpel. Geil! Wir gehen mit Roy zur Bar.
Zwei Tage vorm Kampf geben wir uns mal richtig die Lunte. Alter, das ist alle Stats eingebrochen. Das hat nicht mal Spaß gemacht, oder? Doch, hat. Komm, das muss Spaß gemacht haben. Aber auch erstmal direkt Gesundheit. Was soll denn der Scheiß? Oh, was ist das hier? Wie man richtig trainiert. Oh fuck, das war das Buch vom Anfang, ne? Hab ich sowieso nie gefunden. Ja, echt, ey. Manchmal, aber auch nur manchmal, habe ich ja recht, ne? Muss man ja auch mal sehen, wie es so ist, ne? So, wir gehen jetzt zu Fuß. Wir machen erst einen Abstecher zum Supermarkt und gehen dann noch ein bisschen schuften. Apo, gib mir Fleisch. Oh, ich habe kein Geld. Fuck, ich hätte mir ein bisschen behalten sollen. Weil, kostet ja Geld. Dieses Trainieren, dieses tägliche Trainieren für die Toastbrot. Ich brauche 22 und ich stehe wieder so kurz davor. So. Muckibude zu Fuß. Jo, haben wir noch Übungskampf. Das müssen wir immer mitnehmen, da muss ich denken. Weil das ist total hirnlos. Wir haben eigentlich einen langen Weg vor uns und wir brauchen diese blöden Toastbrot-Dinger. Boah, Mettblumen. Mett. Ohne Scheiß, so ein richtig kaltes Mettbrötchen. Das wäre schon geil. Mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Oder Maggi. Wird auch noch gehen. Zwiebeln und Maggi. Boah, geil. Ist egal, ob es eine Mettblume oder ein Blümchen ist, solange es auf dem Brot landet. Das war eine Linke. Boah, geil. Zweite Runde K.O. Ja, nehmen wir mit. Und es wird weitergearbeitet. So, heute ist der Kampf. Das heißt gleich nach Hause. Trainieren. Ach fuck, jetzt habe ich den Bus genommen, ne? Na egal. So. Trainieren, schick auf 8 drücken. Schlafen. Ja, das ist ein guter Plan. Hoffentlich passt das alles noch so. Ach komm, da geht noch ein bisschen was. Jawohl. So, essen, schlafen und dann den Kampf machen. Mu. Ja, da sind wir auch wieder voll. Und bis kurz vorher schlafen wir jetzt. Oh fuck, wir haben kaum Energie, ne? Ach komm, den fegen wir noch weg. Da brauchen wir keine Energie. Was ist das denn hier? Waschlappen. Ein bisschen mit den Füßen tanzen. Kann ich auch. Evil Ingo. Ja, ich weiß, da muss ich was essen. Aber danke für den Tipp, Teufel. Ja, ich glaube, wenn ich zu wenig Energie habe, regeneriere ich schlechter Leben, ne? Ja gut, ich bin ja Gott sei Dank auf den kräftigen Weg. Oh, ich habe nur noch 7. Hat den Vorteil, dass die Schläge von mir einfach viel mehr wehtun, wenn ich treffe. Und weiß auch mehr Leben habe. Hunger, ey. Boah, ja, ohne Scheiß, aber es ist einfach so warm. Und ich habe auch, ich müsste jetzt auch extra zur Bank gehen. Ich habe gerade kein Geld in der Tasche. Und müsste Geld holen und dann einkaufen. Und habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich heute. Alter, wenn ich das jetzt verliere, wäre ich aber pissig, meine Freunde, ne? Der braucht 2 Hits. Na gut, 3 Hits. Geht doch. Jawohl, hier nochmal 6 Toasts hinterher. Das wollen wir sehen. Oh, Talentbaum. Ja. Anmelden. So. Das heißt, nach Hause trainieren. Und dann die Punkte für die Dings ausgeben. Weil wir müssen 8 haben, damit wir das auch permanent fest auf 8 setzen. Dann sparen wir uns in nächster Zeit erstmal wieder das ganze Trainieren. Wir können uns wieder auf ein bisschen Geld und Punkte fokussieren. Weil der nächste 8er-Wert könnte unter Umständen. Ne, den Geschick brauche ich noch nicht.
So. Weg des Bären. Ah ne, fuck, das kommt noch. Ah! Obwohl, ne, hier. Muskelgedächtnis, deine Kraft sinkt nicht mehr unter 8. Lernen für 22. Danke, geht nicht. Wir müssen erst den Elbow lernen. Ne? Ja, müssen wir. Fuck. So, 23 brauche ich hierfür. Das heißt, Ziel immer noch nicht erreicht. Wir brauchen mehr Toastbrot. Also hier diese Talentpunkte. Dann arbeiten, schlafen. Ich muss das, glaube ich, mal irgendwie noch ein bisschen besser koordinieren, ne? Ja, schlafen wir ein bisschen. Bis gleich, Leni. Schön, dass du bis mit dem Handy überhaupt da warst. Finde ich immer ganz niedlich. So. Was futtern? Rüber in den Supermarkt. Ja, ich weiß, dass du heute immer noch keine Bösewichte hast. Ist ja okay. Kühlschrank ist voll. Ja, Kühlschrank ist voll. Ich weiß. Und ab geht's. Malochen. Da können wir noch ein paar Tage verbringen. Bis gleich. Freche Maus. Auch sehr schnell. So. Ein 50er ziehen wir noch durch. Und dann trainieren, also die Toastbrots abholen. Jawohl. Übungskampf! Das echt tatsächlich immer wiederholen, ne? Nur um die Stats oben zu halten, meine Freunde. Nur um die Stats oben zu halten. Ja, genau darum bin ich, glaube ich, auch auf Toast gekommen, wegen diesen Iron Bread Spielen in letzter Zeit. Also, als ich das Spiel das erste Mal angespielt habe, war ich, glaube ich, mitten in der Iron Bread Phase. Darum habe ich Toastbrot dazu gesagt. Irgendwie ist ja schön Rückenkratzer, ne? Ah, geil. Einmal im Sitzen sich den Rücken kratzen, ohne einen Schubberbaum. Schubberbaum. So. Wir haben was zu essen. Wir könnten trainieren, aber der Tag ist noch lang. Treffen wir mal den Don, meine Freunde. Oh, da sitzt der Don. So, Dunkin' Donuts. Anspielung. Ich brauche Anspielung. Außer jetzt der Pate. Aber sieht einer noch eine Anspielung? Nee, oder? Na, treffen wir uns mal mit dem Don. Ich bin ein Kämpfer in der Ultimate League. Du wolltest mich sehen. Du hast den Don getroffen. Er ist unglaublich mächtig. Endlich treffen wir uns persönlich, mein Junge. Es kursieren eine Menge Gerüchte über dich. Und ich habe wirklich etwas für dich. Eine große Belohnung. Eine große Belohnung wirklich? Also, worum geht's? Nun, es wird bald einen großen Kampf gegen einen mächtigen Champion aus Ausland geben. Der Gewinner wird großzügig entlohnt. Natürlich brauchst du eine Profikarte, um am Kampf teilzunehmen. Oder du könntest stattdessen für mich arbeiten. Ich brauche gute Leute wie dich. Und ich werde dich sogar noch besser entlohnen. Ich bin ein Kämpfer, das ist meine Berufung. Ich bin kein Gangster. Das ist wohl meine Antwort. Vielleicht sollte ich für dich arbeiten, das wäre bestimmt unterhaltsam. Ganz ehrlich, wir können den Don doch keinen Wunsch ablehnen. Nein, nicht dem Don. Ich sehe es gerne, dass du die richtigen Prioritäten setzt, aber nur die Besten können für mich arbeiten. Ha, du kannst nur für mich arbeiten, wenn du die Ultimate Liga beendest. Ich will am großen Kampf teilnehmen. Aber ich erinnere mich an deine Bedingungen. Ich werde die Ultimate League bilden. Ich warte. Der Don wartet. Meine Freunde. Der Don wartet auf uns. Was konnte Mick nochmal? Ach ja, hier kriege ich was zu essen, ne? Umsonst Punkte und so ein Kram. Sportgeschäft lohnt nicht. Muckibude, Tag ist noch nicht rum. Oh, wir können aber ein bisschen kloppen, ne? Komm, gehen wir zu Roy. Wo kriege ich eigentlich Blumen für Adrian her? Roy hat erzählt, dass du Blumen magst. Ah, da hat er wohl recht. Was für Blumen magst du denn? Du bist also ein Boxer. Herrje.
Ich interessiere mich für Blumen. Ich sammle für ein Herbarium. Was ist ein Herbarium? Das verstehe ich nicht. Nun, ich würde dir gerne helfen. Wirklich, das ist toll. Ich kenne die Stadt nicht so gut. Also wäre es toll, wenn du für mich nach Blumen suchst. Na klar, ich durchsuche die Stadt. Wie unauffällig. Durch Forst, nee, durchkämmt die Wüste. Ich habe eine Blume gefunden. Hey, ich glaube, ich habe eine Blume gefunden. Das Spiel kann meine Gedanken lesen. Verdammt! Ich brauche noch fünf von denen. Blümchen pflücken. Tolle Aufgabe für einen Boxer. Tja. Manchmal muss man ein Blümchen pflücken, um an die Blume zu kommen. Hier. Blümchen. Super, jetzt brauche ich noch vier Stück. Ach, das ist so witzig. Mal true. Ah, okay. Also auf gut Deutsch das, was wir damals zwischen die Bücher geklemmt haben und getrocknet haben. Ich danke dir vielmals, Teufel. Hier ist einer hier. Oh, ich kann heute kämpfen. 8-8 habe ich. Ja, habe ich zusammen, ne? Alles klar. Dann ruhen wir uns aus. Erst ausruhen, dann essen. Und dann geben wir uns nochmal einen Kampf. Das ist doch ein Top-Plan. Genau zu Ende des Tages sind wir in Hochform. Ja, ich habe Hunger, ich weiß. Mensch, wo kommt denn der hohe Ton her? Das war ich nicht. Essen macht Spaß, ne? Ist ja auch lustig. Komm, essen wir noch Tiefkühlpizza, der. Einfach weil es Spaß macht. So. Hol ich mir noch den Übungskampf? Krieg ich das hin? Klar krieg ich das hin, oder? Jetzt kloppen wir uns richtig, meine Freunde. Widerstand ist Spannung zwischen. Ja, nicht schlecht. Hey, finde ich gut. Dann lass mal die Tomaten weg. Ach geil, erste Runde haben wir schon direkt hochgehauen. Hier, seht ihr, wie gut ich drauf bin? So. 105 von Trämpfen. Was machen wir denn jetzt hier? Die Anfängerliga oder die Ultimate Fights? Wo sind wir denn hier? Oh, wir sind Platz 5. Wir sind schon nicht schlecht. Und, hier? Zufällige Gegner. Ausdauer. Gewinnt 2 am Stück. Oh, wir sind in die Grünphase raus. Das wird jetzt aber brenzlig, meine Freunde. Wisst ihr was? Wir machen erstmal hier die Anfängerliga sauber. Und dann gehen wir direkt auf die Ultimate-Gänge lieber. Weil wir wollen die Toastbrots da ja haben. Und die sind hier momentan gerade noch günstig, wenn ich beides abgreife. So. Oh, sag ich der Nerd hin? Der war doch vorne auch noch. Der gute von Nerdstuff-TV. Oh, 33er kommen. Die hat er aber gezischt. Ah, was ist das für ein Monster? Schlechtere Stats als ich, aber dröhnt mir eine, als gäbe es keinen Morgen. Ah, okay, der hat einen mehr hier. Und? Ah, hier, der vom Gegner verursachte Schaden wird um 20% reduziert. Also, hallo? Wie kann ich dagegen verlieren? Mein Leben, meine Gesundheit ist jetzt unten. Das finde ich nicht gut. Ich bin enttäuscht und traurig zugleich. Warum gehe ich pumpen? Geld und so. Das war nicht toll. Ich bin traurig. Sehr, sehr traurig. Warum steht da Pokémon.jpg? Obwohl ich da kein Pokémon sehe. Pokémon hüpfen hier und dort und überall.
Mit dem Bus. Ist schon ein neuer Tag, ne? Da können wir uns dann zumindest gerade nochmal den Übungskampf holen. Kann man wahr sein. Wurden wieder direkt weggezogen, ey. Nini, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Delay-Test. Oh, alles gut. Delay ist angekommen. Was macht deine Wohnungssuche? Habt ihr was gefunden? Was gibt's Neues? Wann dürfen wir dich denn hier begrüßen? Mädchen, wie sieht's denn aus? Ich hoffe, gut. Und wenn nicht, kommst du hier erstmal her. Wir finden schon was für dich. Falls nicht, stelle ich Ben als Putze bei mir ein. Warum hängt mein Stream hart bei dir? Ja, das liegt wohl am harten Streamer. Ach, diese billigen. Billigen. Boah, aber egal. Die sind witzig. Sei gegrüßt, mein Held. Ja, ist okay, Junge. Ich will nur deine Steaks. Weil deine Steaks sind toll. Nächster Kampf in 2 Tagen. Irgendwo müssen noch Blumen sein. Komm, wir gehen mal zum Café. Da muss auch eine Blume irgendwo sein. Seht ihr? Wir haben ein Blümchen gefunden. Ich brauche noch 3 Stück. Wir sammeln Blümchen, meine Freunde. Wo habe ich hier ein Blümchen? Warum gibt es im hier im Laden kein Blümchen? Blümchen, 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 Blümchen. Nicht mal in der Gemüseabteilung gibt es Blümchen. Gehen wir zum Sportgeschäft. Auch im Sportgeschäft gibt es keine Blümchen. Meister Proba, was hast du denn hier noch im Angebot? Den Ching Wung kann ich nichts mit anfangen. Dann gehen wir zur Kneipe. Da ist ein Blümchen. Endlich ist er weg. Boah, der war hart. Hey, Tyler, hast du noch ein paar Kämpfe für mich? Hier gibt es nicht mehr, was du über Selbstzerstörung lernen kannst. Das ist nicht richtig. Öffne die Bar. So, wir müssen für unsere Adrian Blumen finden. Blume für Adrian, Blume für Adrian, meine Freunde. Blumen für Adrian! Warum gibt es hier keine Blumen für Adrian? Nimm meine $10, aber lass mich rein. Auch hier, keine Blumen für Adrian. Das ist schade. Hatte ich den Übungskampf heute schon? Ja, hatte ich schon. Jo, da ist er wieder, der Rivertech. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben schon eben gefragt. Schlagartig war er weg. So, Mikes Büro. Eine Blume. Da! Blume für Adrian! Eine noch. So. Kann sie ja nur in der verlassenen Lagerhalle sein. Da ist sie. Guck. Endlich, ich habe die Sammlung vervollständigt. Es wird Zeit, Adrian zu besuchen. Aber bevor wir Adrian besuchen, meine Freunde, müssen wir unseren Bizeps nochmal ordentlich durchflexen. Weil, denkt dran, zu der Frau eures Herzens geht ihr nie unaufgepumpt. Denn nur mit einem straffen Bi- und Trizeps überzeugt ihr das Mädchen. Und ja, wie soll ich in dem Spiel stehen? Ich habe schon vor ein paar Mal aufs Maul gekriegt, ja? Also, bitte? Ja, das ist doch vergleichbar mit dem. Oder? Findest du nicht? Ja, genau, da kann ich sie endlich bestaunen. Bestaunen. So. Jetzt, futtern wir nochmal kurz was. Und dann schlafen wir eine Runde. Weil morgen ist der nächste Kampf. Und ich gehe in meine Kämpfe nur mit besten Stats. Das fand ich nicht ganz 100% aus. Komm, 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 komm. Ich brauche noch mal so 1, 2 Kügelchen. Unter 8 gehe ich nicht in Kampf. Genau das wollte ich sehen, meine Freunde.
So, was tun wir noch gegen's Essen? Ein Steak und eine Tiefkühlpizza. So. Ne, ich hau den Typen jetzt nochmal auf die Muppe, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein. Eben haben wir da von dem uns den Arsch versohlen lassen. Das lasse ich aber nicht zweimal mit mir machen, Jungs. Geht gar nicht. Ach, 16,2 Sekunden Delay. Holla die Waldfee. Ja, Twitch. Ich glaube, auf Hitbox habe ich nur ein Delay von. Oh, erste Runde. Den haben wir aber aus dem Leben genockt, meine Freunde. Oh, hier, guck mal, Talentbaum. Ah, nee, ich brauche 23, ne? Komm, dann nehmen wir hier noch den Übungskampf mit. Haben wir die 23 Punkte, dann haben wir die 8 Stärken permanent zusammen. Ja, Dark Souls. Also ganz ehrlich, ich bin ein. Warte mal, ich muss mich am Bein kratzen. Ja. Aber ich habe jetzt so einen schicken Kratzer. Aha. Ich bin ein ganz schlechter Dark Souls-Spieler. Da schaut euch lieber Bumbi beim Dark Souls-Spielen an. Das ist wesentlich interessanter. Ich kann aber Super Meat Boy sehr gut sterben. Aber das war euch zu viel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Da waren wir ja. Gott sei Dank hatten wir die Lichtwelt hinter uns gebracht. Die Darkwelt, die ging ja gar nicht. Sag mal, wieso steht mein Trainer eigentlich noch? Egal. Wir haben das, was wir wollen. Der Weg des Bären mit einem Muskelgedächtnis. Huah! So. Paar Runden nicht trainieren, wieder ein paar Punkte ansammeln. So, meine Freunde, was wollen wir denn als nächstes? Oh, das ist natürlich geil. Schlagmodifikator. Jeder Treffer von dir reduziert das Geschick deines Gegners, wenn aktiviert. Das ist schon ziemlich geil. Haha, wenn du dich ansiehst, schaffst du noch eine Runde. Du hättest 15% mehr Stärke beim Training. Aber ich bräuchte das hier eigentlich mal, ne? Ein zusätzliches Talent, das ich im Kampf benutzen kann. Was ist denn mit den grundlegenden Talenten? Kriege ich das irgendwann zusammen? Wir haben Weg der Schildkröte. Aktives Talent. Ah, 24. Okay. Dann holen wir uns für 24 Punkte das als nächstes. So. Was heißt immer noch nicht durch? Ich habe die Lichtwelt durch. Sag nicht, da habe ich nicht durch. Ja? Ihr habt euch ja den Scheiß auch tatsächlich angeschaut. Ja, aber ich muss sagen, Meat Boy hat mir tatsächlich, auch wenn man es nicht so glauben mag, mehr Spaß bereitet, als man sehen konnte. Nee, also, ne. Ein ganzes Spiel. Boah, dann sitze ich ja ewig hier. Das müssten genug Blumen für Adrian sein. Erstmal sichern wir uns Adrian, meine Freunde. Wir müssen das Herz einer Frau erobern, nachdem wir ein paar Männern aufs Maul gehauen haben. Oh, danke für die Blumen. Ach, mein Bruder hat, glaube ich, die Wahrheit über dich erzählt. Ach ja, denkst du das? In dem Moment, wo er die Hose fallen ließ. Und sie sagte, ja, wir sollten öfter was zusammen unternehmen. Oh, neuer Effekt, verliebt. Du bist verliebt und brauchst nicht viel. Du verbrauchst weniger Essen beim Training und weniger Energie beim Training und musst weniger essen. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Alles klar, Roy, ich bin verliebt. Entspann dich, Roy. Chill, alles klar, wir können mit Roy chillen. Oh, hier kriegen wir alles zusammen. Ist ja nicht schlecht. Dann kloppen wir jetzt hier ein bisschen noch auf das Auto drauf. Ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass wir es so reparieren müssen. Ich kriege ja nichts dafür. Das ist für mich die einzige logische Konsequenz, wie ich das Auto heile mache. S Meat Boy oder Super Meat Boy? Nein, Super Meat Boy natürlich. Also ihr wollt, dass ich schlecht bin und dabei sterbe. Ah, guck. Hier, guck mal. 29 verloren, 41 gewonnen. Das ist keine gute Statistik, meine Freunde. Oh, anmelden. Klar, Kampf in 2 Tagen. Warum ist der Scheißhaufen immer noch nicht heile? Verstehe ich nicht.
Guck mal, unser Bizeps sinkt einfach nicht mehr unter 8. Wie häufig muss ich das Ding denn draufkloppen? Oh, oh, oh. Oh, wir machen Adrian ein Geschenk. Oh, $40 ausgeben, um Adrian ein Geschenk zu machen? Klar! Adrian, ich habe ein Geschenk für dich. Hier, $40. Ach, das ist süß. Vielen Dank. Du bist süß. Verlieb dich. Ich will sie nicht den ganzen. Ich will sie nicht mit den ganzen romantischen Zeugs nerven. Sie scheint auch so sehr glücklich zu sein. Ja, dann lassen wir sie doch einfach, wenn sie glücklich ist, ne? Ich leg mich weg, ey. Komm, gehen wir arbeiten, neue Freunde. Hier. Komm, wird mal Zeit. Wir haben länger keine Pizze mehr ausgetragen. Jesse, gib mir ein paar Pizzen. Ich äumel mich weg, ey. Ich brauche mal wieder eine Prinzessin-Einlage. Warum? Das sind noch 3 Tage. Dann ist 1 Monat her. Übrigens, es könnte tatsächlich sein, liebe Freunde, dass wir Freitag, wenn Bioshock 2 tatsächlich in HD jetzt Freitag rauskommen sollte, dass wir Freitag Bioshock 2 in HD anfangen. Das könnte tatsächlich passieren. Seid also gefasst. Mein Kühlschrank ist voll. So, neuer Tag. 100%. Jupp, um Zepter. Mittwoch oder Donnerstag kommt. Ja, aber Anja kann auch Freitag nicht. Das dann erst Samstag um 001 anfangen. Wieso? Hä? Ist überhaupt Freitag da? Nein, Bioshock 2 in HD. Dazu musst du schon Bioshock 2 besitzen. Mit den passenden Add-ons, damit du spielen kannst, Teufel. Wir können ja Anja nachher selber fragen. Die kommt ja auch rein. Wieso ist der noch nicht tot? Was soll der Scheiß hier? Ich bin verliebt. Verliebt sein lenkt mich ab. Ich kann nicht effizient trainieren. Ja, den ersten Teil habe ich schon durch. Was machen wir jetzt? Kaufen wir uns Geld für so ein Ding hier? Wann muss gekämpft werden? Morgen. Ist ja gleich schon morgen. Gehen wir zu Fuß nach Hause, seht ihr? Ein neuer Tag. Ach, der neue Tag ist so neu. Dann ruhe ich mich. Nee, ruhe ich mich nicht aus. Essen wir kurz was. Keine Ahnung, wie man sich's lädt. Ich gehe mal davon aus, dass es dann automatisch im HD erscheint. Wenn nicht, über Steam, aber... Na gut, das wäre für mich jetzt auch nicht das Problem. Hab ja eine dicke Leitung. Das lade ich ja ein paar Minuten runter. So. Mal wieder ein Steak und, eine Tiefkühlpizza und dann ab zur Arbeit. So. Das sieht gut aus. $50 abgegriffen. Holen wir uns noch ein Toastbrot. Silber, wie sieht's aus? Lass dich nochmal verdreschen. Achso, siehst du, bekommt man in der Biblio einfach rein. Genau. Und dann, meine Freunde, spielen wir Bioshock 2. Ich verstehe gar nicht. Ich höre über Infinite Reihe. So gespaltene Meinung. 50-50. Die einen schreien, ist das beste Bioshock aller Zeiten. Die anderen schreien, bloß nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss sagen, ich war von 1 doch mehr geflasht, als ich gedacht habe. Dafür, dass das Spiel von 2007 war, meine Freunde, bin ich immer noch positivst überrascht. Also wirklich äußerst positiv. Bin ich richtig gut. Muss ich... Wieso schlägt mich der Trainer permanent nieder, meine Freunde? Verliebt sein wirkt sich negativ auf unseren Kampfstil aus. Oh, okay. Sonst haben wir den Kollegen immer in der ersten oder zweiten Runde niedergehauen. Und jetzt sowas. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Heißt also, wir legen uns schlafen, essen ein bisschen was und gehen dann in den Kampf.
So. Wenn das nicht... Ja, wir sind nicht ganz happy, aber hey. Wenn das nicht getimed ist. So. Rang 5. Boah. Mister, hier, gegen Platz 1 müssten wir kämpfen. Unendliche Energie. Ja, nee. Alles klar, Leute. Wir gehen heute in Ultimate Fight. Ha, zwei Leute. Witz. Kloppen wir weg. So. FIFA 17. Okay, worum geht's gerade? Verdammt. Achso, in dem. Okay. Ja, kannst ja da mit mir nachholen, Teufelchen. Ne? Oh, ich glaube, wir kriegen hier auch die Fresse poliert. Bin nicht so sicher, ob das so gut ist. Vor allem Ausdauerkampf, ne? Zwei Leute wäre ja. Boah, okay, aber auch genauso wenig Stärke wie ich. Na toll, aber er schlägt mich. Nee, ist klar, hat erstmal direkt 64 Energie bekommen. Schade, der dritte hätte ja mal setzen. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Die neue Battlefield-Beta. Nee, habe ich nicht gezockt. Tut mir leid. Habe ich leider keinen bekommen. Aber ich habe mich angemeldet für die Beta von Vorsicht, der Boden ist Lava. Boah, guck mal, wir kriegen echt einen auf die Dresche, ne? Aber war ein knapper Kampf. Dann gibt halt nur zwei, ne? Oh. Was? Wieso habe ich mich verletzt? Was soll denn der Scheiß? Gebrochen haben. Nee, damit kämpfe ich nie. Wer ist schuld? Keine Ahnung. Arbeiten jetzt durch. Oh, so, 4 Minuten noch. Dann machen wir, glaube ich, ein kleines Päuschen mal davon, ne? Ich bin überlegen, womit wir weitermachen. Nein, ich will nicht kämpfen. Hallo? Ich werde doch nicht in der Anfängerliga kämpfen. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich kämpfen? Verliere ich doch volle Möhre. Ich habe einen gebrochenen Arm. Ach, das ist richtig. Naja, mal schauen. Aber wenn ich das gewinne, lache ich, meine Leute, ne? Also, mit einem gebrochenen Arm. Ich habe weniger Energie, weniger Leben. Also, das Einzige, was ich von Battlefield 1 bisher gesehen habe, waren die kleinen Demos. Die fand ich eher amüsant, sagen wir es mal so. Also, ein es geht eigentlich nichts über das erste Battlefield, finde ich. Das war echt gut. Das hat damals richtig Laune gemacht, dass es über LAN-Partys halt... Das hast du auf jeder LAN-Party gespielt. Das war genauso schlimm wie Blobby Wolli. Jeder hat Battlefield gezockt. Das war richtig gut. Und es war noch nicht so ein Battlefield, wir schlagen uns mit Drohnen und sonst was. Alter, du brauchtest wirklich Experten fürs Flugzeug und den ganzen Kram. Es war halt auch witzig, weil die Leute sich überall drin probiert haben und dann so mega gefällt sind. Oh, wir haben gewonnen. Geil. Hey, Gratulation zu dritten Platz in Anfängerliga. Wenn man dir zuschaut, sieht man das, sieht es so leicht aus. Danke, du siehst irgendwie aufgeregt aus, Silver. Was ist los? Ach, es geht um meine Schulden. Ich schulde den Don hier einen Haufen Geld. Geld, Don? Wo bist du hier reingeraten? Es geht hier ums Kämpfen, nicht ums Geld. Ich weiß, aber ich brauche unbedingt Geld. Vielleicht kannst du mir helfen. Kannst du vielleicht in der dritten Runde ein kleines Nickerchen machen? Bitte was? Lass mich Ruhe. Sei froh, dass ich dir nicht die Zähne ausschlage. Das habe ich wohl verdient. Okay, ich werde nie wieder um so etwas bitten. Ja, das will ich auch hoffen. Was? Anmelden? 3 Tage? Nö. Oh, Alter, ich bin hier fast dauernd 3%, ne? Alles klar, Übungskampf hinterher. Ach, schade. Wir sind fast tot, Leute. Ist das nicht das, was ihr wollt? Fast tot gehen wir zur Arbeit. Mein Gott, dieser Modus ist so realistisch. Deathwing und wehe, das wird kacke.
Jo, aber volle Möhre, ey. Den habe ich dir anschließend so richtig ins Gesicht gedrückt, ey. Wir arbeiten uns jetzt erstmal bis zum Erbrechen. Kaufen uns für 250 Ocken das Ding da. So. Ja, das ist nochmal ein Plan. Wir sind sowieso krank geschrieben. Unsere Stats können nicht. Ja, zu müde. Oh, 6 Dollar? Oh, passt genau, Leute. Passt genau. Dann sind wir pleite, aber hey. Was soll's? Wow! Absolut pleite. So. Und weil wir richtig pleite sind, gehen wir noch zu Mikes Büro. Und sagen, Mike, ich habe nichts zu essen. Teile dein Wissen mit mir. Frag nach Essen. Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Ja, stimmt, ich habe noch was zu Hause, ne? Teile dein Wissen mit mir. Danke. Mike möchte sein Wissen nicht mit mir teilen. Dann ist Mike doof. Und wir beenden es hier. Speichern und Ente. Das ist auch ein guter Run gewesen. Wir haben auf 8-8. Ne? Ah ja. Upp. Machen wir das hier und dann machen wir das. So. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Hier, guck mal, mein schicker Rückenkratzer. Gut. Super. Brauche ich mich demnächst hier. Oh, das ist ein bisschen lang. Nicht mehr so bücken. Oder ein Scheuerding suchen hier. Ah. Genau, es gibt jetzt einen guten Pausenpenis, während ich mir schön den Rücken kratze. Herrlich. Kann ich direkt den Baum im Garten absäbeln? Den brauche ich nicht mehr zum Kraulen. So, wir machen ein Päuschen. Und danach geht es weiter mit 2 Möglichkeiten. Oder auch 3. Dürft ihr euch aussuchen. Und dann erzähle ich den Neuankömmlingen auch gleich noch ein bisschen was. In der Zwischenzeit mache ich euch ein bisschen elektronische Musik an. Na, das ist sowas. Und für YouTube stoppen wir das schon.